432 Hertz ist eine Tonfrequenz, die sehr harmonisch mit unserem Körper, mit dem Mensch, mit dem Universum, mit der Natur schwingt. Wenn wir 432 Hertz auf dieser Frequenz Musik hören, hat das sehr eine heilende Wirkung auf unseren Körper. Es ist sehr herzöffnend und macht uns sehr ruhig. Und das Spannende ist, dass man 1939 eine solche Kammerton-Konferenz hatte. Und dort hat man beschlossen, dass man die Hertz aufsetzt auf 440. Dass man also die Marschmusik, die dann angestanden ist, auf 440 Hertz aufsetzt. Das ist ein Viertelton höher. Weil man hat gemerkt, dass mit dieser 440 Hertz Frequenz man zackiger laufen kann und länger laufen kann. Und bis heute hat man das nie abkorrigiert. Obwohl viele Anfragen kamen, hat man es nie abkorrigiert wieder auf die 432 Hertz. Obwohl das in unserer Natur ist. Wir haben nämlich Studien gemacht, wo man A Cappella Leute weltweit einfach hat singen lassen. Und zu 95% haben die Menschen auf 432 Hertz gesungen. Das ist sehr, sehr spannend. Der Masaru Emoto beispielsweise, es ist ein japanischer Wissenschaftler, der ein Verfahren herausgefunden hat, wie man den Wasserkristall fotografieren kann. Er hat ein Beispiel gemacht, ein Bild gemacht von 432 Hertz und von 440 Hertz. Und das möchte ich Ihnen hier gerne zeigen. Man sieht also auf diesen Bildern einen grossen Unterschied. Während das eine die 432 Hertz schön harmonisch sind, sind die 440 Hertz viel chaotischer. Die 432 Hertz spielen für uns eine wichtige Rolle, weil auch die Natur, die ist nie chaotisch. Die Natur ist schön in einer Harmonie aufgebaut. Für mich ist es unschön, das Klangbett dürfen spielen. Das Klangbett, das Monochord, das eines der ältesten Instrumente ist, was es überhaupt gibt. Das Klangbett ist auf 432 Hertz gestimmt und es ist für mich so schön zu sehen, wenn ich es spiele. Für die Menschen, die drauf liegen, wie Heilige dürfen stattfinden. Wie ich sehe, wie schnell das Menschen in eine Entspannung kommen. Wie ich darf Geschichten hören, die da passieren, sei das in unserem physischen Körper selber oder in irgendeinem Körper. Wir haben noch viel, viel mehr Körper. Ein emotionaler Körper, ein mentaler Körper. Und da kann Energie eben auch arbeiten. Wer Lust hat, das einfach mal an sich selber auszuprobieren, wie sich es anfühlt, wenn die Frequenzen, die Schwingungen durch den Hohlkörper vom Klangbett in euren Körper kommen, in eure 70% Wasser, wo unser Körper ja besteht. Die lade ich ganz, ganz herzlich einladen. Hier bei mir auf das Klangbett mal so eine Session machen, mal spüren,
zu probieren, was da mit einem passiert.